Sonja Troger, Flüchtlingsbeauftragte des Landes Vorarlbergs. Sie waren heute wieder in der Bildgasse. Was sind denn die aktuellsten Entwicklungen? Es gab Gespräche heute Mittag, es gab gestern am Abend noch sehr lange Gespräche bis fast 22 Uhr mit den hier untergebrachten Flüchtlingen und mit ein paar Nachbarn. Und sie konnten ihre Wünsche deponieren hinsichtlich jetzt Essen, hinsichtlich Transfers. Und im Prinzip denke ich, wir sind jetzt auf einem guten Weg, eine Lösung zu finden, sodass alle wieder ein wenig zufriedener sind und sich hier auch wohlfühlen. Was wird denn geändert? Wir haben jetzt Wünsche eingeholt hinsichtlich Speiseplan, das heißt, der Chef selber war hier des Caterers und hat sich angehört, was man ändern könnte. Das heißt, kleine Dinge wie der Salat und der Dressing, Sachen, die man also einfach beheben kann, speiseplanmäßig, nicht zu scharf zu kochen, Dinge bereitzustellen, die sie dazu hinzufügen können. Es wurde klargestellt, dass sie sehr wohl Ausgang haben, dass das Ganze eine Unterkunft ist und nicht einem Gefängnis ähnelt, dass wir natürlich Überprüfungen machen müssen, welche hier gemeldeten Asylwerber auch hier sind. Und es hat einfach ein paar Unklarheiten gegeben, die wir in Einzelgesprächen und in der gesamten Gruppe klären konnten. Und ich denke, im Moment ist wirklich Frieden eingekehrt und wir sind zuversichtlich, dass das auch sich auf das Umfeld niederschlägt. Wie geht es nun weiter? Ist noch mehr geplant? Im Augenblick nicht. Wenn wir das alles umsetzen, was wir heute und gestern besprochen haben, dann haben wir sehr viel zu tun und das wird hoffentlich dann zu allen Beteiligten zur allgemeinen Zufriedenheit beitragen.